Herr Angeklagter, das Einfachste ist, Sie beschreiben uns den Hergang. Heißen Sie nun mit Vornamen Peter oder Paul oder Konrad? Konrad, sprach die Frau Mama. Ihre literarischen Anspielungen können Sie sich sparen. Konrad Paul, Herr Richter, vollständig. Sonst haben Sie sich immer mit Fischer ausgegeben. Ich meine Konrad Paul, nicht Konrad Paul, verstehen Sie? Das fällt mir bei Ihnen schwer. Also nicht Fischer, sondern Paul. Paul ist der Zweitname und gehört gewissermaßen zum Erstnamen. Sie meinen zum Vornamen? Sag ich doch. Eben nicht. Aber gemeint habe ich's. Kujau ist schon ein kleiner Held. Ich glaube, das sollte auch im Stück so zu sehen sein. Ja, der ist einfach ein Anarchist, der ist unbekümmert. Er schert sich nichts um Regeln und Gesetze. Und ich finde, da habe ich auch Sympathie dafür. Ja. Die politische Fläche, auf der er agiert hat, ist jetzt nicht meine Lieblingsfläche. Also da hat er sicherlich auch eine Affinität zu diesen Leuten gehabt oder zu diesen Kreisen. Mr. X ist meines Wissens bestens vernetzt mit den Ex-SS-Leuten. Und nicht nur hier in die sonnige Süden, sondern bis hinauf nach Hamburg. Sie kommen mir hier von links und wollen mich nach rechts außen drängen. Eva ist glücklich. Wir werden in den nächsten Tagen einen Erlass herausgeben, dass ich von meinen engsten Mitarbeitern und von den Parteiführern im Reich keinerlei Affären mehr wünsche. Ja, ich glaube schon, dass es eine witzige Geschichte ist, dass man auch noch mal was ein bisschen erfährt über so Zeitkolorit in den 80er Jahren, also dass man vielleicht ein bisschen noch spüren kann, wie so diese Alt-Nazi-Atmosphäre die Gesellschaft bestimmt hat. Und ich finde, es ist auch wunderschön umgesetzt, also gut umgesetzt von der Regie her und von den Schauspielern, also auch mit feinen Mitteln und fantasievollen Mitteln. Also man kriegt auch sozusagen einen sinnlichen Genuss noch geliefert. Der Outlaw, der Gesetzeslose, der mit der großen Gosch. Ich bin der ungeliebte Bürger.